In diesem Video möchte ich dir meine Smava-Erfahrungen teilen als Kreditnehmer. Ich werde dir alles verraten, was ich darüber weiß, sodass du besser entscheiden kannst, ob ein Kredit über Smava für dich in Frage kommt oder nicht. Ich habe dir den Link zu Smava in der Videobeschreibung hinzugefügt. Dort gelangst du direkt mit einem Klick zur Kreditanfrage. Als erstes möchte ich auf die Frage eingehen, ob Smava seriös ist. Smava hat sich seit 2007 auf günstige Kredite spezialisiert. Diese vermitteln sie an Verbraucher, aber auch an Gewerbetreibenden. Die Zinsen sind hierbei meiner Meinung nach auch niedrig. Außerdem kann man sich auch kostenlos telefonisch beraten lassen und es ist ein vollständiges Impressum vorhanden. In meinen Augen ist das seriös. Wie gelangt man zu einem Kredit? Man stellt im ersten Schritt eine Konditionenanfrage. Dann erhält man Kreditangebote und schließt am Ende den Kreditvertrag ab. Welche Angaben muss man hierbei machen? Also meine Erfahrungen zeigen, dass man in der Regel erstmal grundlegende Informationen zum Kredit angeben muss, also die gewünschte Kreditsumme, die Laufzeit der Rückzahlung des Kredites und so weiter. Dann muss man Angaben zur Person machen, also Name, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail etc. und die Angebotseinholung bestätigen. Danach muss man Angaben machen, wo man wohnt und wo man beschäftigt ist. Das hilft der Bank dann, die finanzielle Situation besser einzuschätzen. Als letztes kann man eine Restschuldversicherung abschließen, was sinnvoll sein kann, wenn man plötzlich arbeitsunfähig wird und man den Kredit nicht mehr abbezahlen kann. Genauer kannst du das auf der Webseite von Smava nachlesen. Welche Voraussetzungen braucht man für den Online-Kreditvergleich? Ich habe die Erfahrung gemacht, um eine Kreditanfrage stellen zu können, muss man zunächst volljährig sein. Es ist auch wichtig, einen festen Wohnsitz in Deutschland zu haben, sowie ein deutsches Konto. Es muss ein regelmäßiges Einkommen da sein und eine ausreichende Bonität. Wie hoch sind die Kreditkosten? Die Kreditkosten können unterschiedlich hoch ausfallen. Das kommt darauf an, welche Angaben du gemacht hast, also wie hoch der effektive Jahreszins ist, die monatliche Rate und so weiter. Aber auch weitere Faktoren sind entscheidend, wie die kreditgebende Bank und deine finanzielle Situation. Hier zeige ich dir mal ein Rechenbeispiel, welches ich von der Webseite kopiert habe. Hier siehst du mal, wie unterschiedlich hoch die Kreditkosten ausfallen können. Hier kannst du gerne mal auf Pause drücken, die Werte sind natürlich nur ein Richtwert. Ist ein Kredit ohne Schufa möglich? In Deutschland sind Banken dazu verpflichtet, die Kreditwürdigkeit zu überprüfen und somit kommt man bei einer Kreditbeantragung nicht an der Schufa vorbei. Falls doch, dann nur, weil eine andere Auskunftei die Prüfung der Kreditwürdigkeit übernimmt. Wenn du also zum Beispiel selbstständig sein solltest und deine Einnahmen schwanken und du somit einen schlechten Schufa-Score hast, dann empfiehlt es sich, einen P2P-Kredit aufzunehmen. Ein Kredit von privat als Alternative zum klassischen Bankkredit. Aber auch hier wird die Bonität geprüft. Der Kreditgeber entscheidet dann, ob er dir eine Finanzierung gewähren möchte, selbst wenn der Schufa-Score mäßig ist. Also es ist nur ein Kredit trotz Schufa bzw. ein Kredit trotz schlechter Schufa möglich. Das waren meine Erfahrungen zu Smava als Kreditnehmer. Natürlich gibt es noch viele weitere Kredite, wie zum Beispiel Sofortkredit, Kleinkredit, Eilkredit, Autokredit, aber auch Umschuldungen wie zum Beispiel Dispo-Kredit, Annuitätendarlehen und so weiter. Hierfür kann ich dir empfehlen, den Link in der Videobeschreibung zu klicken, um dir dazu mehr Informationen einzuholen. Ich habe dir hoffentlich mit meinen Erfahrungen weiterhelfen können. Ich kann im Großen und Ganzen Smava empfehlen, da man eine unverbindliche Kreditanfrage stellen kann und auch eine kostenlose Beratung zur Verfügung steht. Zudem haben sie auch schon über 10 Jahre Erfahrungen im Kreditbereich. Aber glaube nicht nur mir, lese dir auch mal weitere Meinungen durch, die du auf der Webseite findest. Klicke hierzu den Link in der Videobeschreibung. Was ist deine Meinung zu Smava? Schreibe sie doch in die Kommentare.